Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir wollen jetzt die Gorgo töten und müssen uns jetzt hier erstmal durchkämpfen. So, der weicht uns aus. Okay. Für den brauchen wir also auch die schnelle Angriffstaktik. Oh, das nehmen wir mal alles mit. Sicher auch ein bisschen was wert. Was ist das denn? Unbekanntes Kraut. Na dann. So. Jetzt gucken wir mal auf die Karte, wo wir überhaupt hin müssen. Kloaken, okay. Dann bewegen wir uns mal in diese Richtung. Na komm raus. Erstmal die Überreste einsacken. So. Und hier komme ich nicht durch, wa? Oh. Ach doch, hier komme ich durch. Ja, das ist doch sehr schön. Was möchtet ihr tun? Ritual der Magie durchführen. Jawohl. Abgeschlossen. Oh. Und da können wir auch nicht durchbrechen. Schade. Schade eigentlich. Hier ist auch abgeschlossen. Na, dann gehen wir doch mal wieder zurück. Komm, rein. Rein in die Kloaken. Kann nicht gesammelt werden. Oh. Nochmal ein Ort der Macht. Natürlich ein Ritual durchführen. Na, Siegfried? Hast du Angst? Ertrunkene! Sterbt! Komm, mit dem wirst du doch wohl fertig. Flammenrose! Was? Was willst du mit Flammenrose? Flammen an deiner Hose vielleicht? Okay. Ja, gehen wir doch erstmal dahinter. Moment, wo sind wir hergekommen? Okay, stimmt schon. Alter, wie der rennt. What the fuck? Komm mal her mit deiner Flamme. Achso. Gibt's da hinten noch was? Ja, bewegen wir uns mal dahinter. Hier sind wir hergekommen. Ein Beutel. Beutel, 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 Beutel. Erstmal looten. Malmstein. Okay. Der hat gar keine Lebensanzeige, oder? Soweit ich das sehen kann. Ah, doch. Ist fast tot. Half-Life hat er noch. Na komm, geh mal aus dem Weg, Mann. Will hier looten. Ein Ritterleichnam. Ja, hat sich doch gelohnt. Brief von Ritter Erik. Schlüssel? Rostiger Schlüssel mit dem Bild der Löwenkopfspinne. Und Money. Ja, hat sich doch gelohnt. Unbekanntes Kraut. Ja. So. Jetzt aber weiter hier. Jawohl, sind ja alle gleich down. Also die sind keine
große Schwierigkeit. So. Wo sind die nächsten? Oh. Ist das die Bestie? Große Gorgo. Jawohl. What the? Ehre oder Tod. Der hat ihn. Was zum? Steh doch auf. Okay, der Siegfried ist tot, wie es aussieht. Alter, greif doch an. Scheiße. Komm, kill das Vieh. Jawohl. Die große Flucht. Ich muss den Gorgonenkopf an mich nehmen. Aber jetzt steht er wieder auf. Die Gorgo ist tot. Wo war noch gleich der Ausgang? Ich glaube, ich kann nicht denselben Weg zurücknehmen. Kommt, ich führe euch zum Ausgang. Gut. Ja, Moment, erstmal noch looten. Okay. Das nehmen wir natürlich alles mit. Und das hier will ich auch noch mitnehmen. Und was liegt hier noch? Hier ist noch ein Fass. Hier ist auch noch ein Fass. Erstmal was mitnehmen. What the fuck, bist du behindert? Okay, wo läuft der jetzt rum? Was der macht? Lagerfeuer? Was der macht? Ausgang zum Tempelbezirk. Ja gut. Den Ausgang, den finden wir dann selbst. Hier ist ein Lagerfeuer. Da hinten ist noch ein Fass. Gucken wir auch nochmal rein. Noch eine Fackel. Gut. Hier sind auch nochmal zwei Fässer. Jawohl. Ah, noch eine Fackel. Eine reicht. Diese Tür führt aus der Kloake hinaus. Hier trennen sich unsere Wege, aber... Still. Ich höre Schritte. Seltsam. Nur wenige würden sich hierher wagen. Na, da kam doch schon ein Schwert raus. Es ist der weißhaarige Dreckskerl. Tötet ihn! Packt erstmal die Fackel aus. Für den Sieg! Ja, what the fuck? Nimm doch dein kacktes Schwert, Alter. Na komm. Lol. Der andere steht nur hier. Jawohl. Alter, ich will looten. Freunde von euch? Kann man so sagen. Die Schurken mit den Salamander-Abzeichen stören mich schon eine ganze Weile. Wer hätte euch wohl in den Kloaken vermutet? Der Hauptmann der Wache, der Irrer aus dem Gefängnis und die Häftlinge. Ich habe mit der Gorgo um meine Freiheit gekämpft. Eine überschaubare Zahl von Verdächtigen. Vermutlich löst ihr dieses Rätsel, wenn ihr den Anführer der Banditen findet. Ich habe einen Freund in Visima, der Detektiv ist. Bittet ihn um Hilfe. Wohin des Weges? Ich habe in meinem Quartier mancherlei zu erledigen. Dann ziehe ich aus, um Bestien zu jagen, da die Welt noch voll von ihnen ist. Das habt ihr gut gemacht, Siegfried. Schön, dass wir uns begegnet sind. Ich muss meine Habseligkeiten abholen. Vergewissert euch, dass alles da ist. Jesro ist für seine langen Finger bekannt. Gehen wir. Hier ist der Schlüssel zum Durchgang in die Stadt. Vor einigen Tagen schloss ich die Tür ab, um die Gorgo einzusperren. Danke. Ich nehme lieber nicht den Weg, den ich gekommen bin.
Vielleicht sehen wir uns wieder, falls ihr je die Kloaken besucht. Ich komme öfters her, auf der Suche nach Monstern. Ah, eure heilige Mission, die Menschheit zu beschützen. Euer Sarkasmus ist unnötig. Wir sind auf derselben Seite, Hexer. Das werdet ihr auch noch verstehen. Lebt wohl. Und danke. Falls ihr mich jemals braucht, ich bin im Posten in Vizima. Ja, vielleicht sieht man sich mal wieder. Komischer Typ. Vincent Mice, Verdächtiger. Ich muss mit Vincent Mice und Salamander reden. Geheimnisse der Hexer. Ich beschloss mich an einen privaten Ermittler zu wenden. Ach, das hast du einfach so beschlossen. Okay. Oh, was ist der denn alles dabei? So, und wo bekomme ich jetzt meine Hauptseligkeiten her? Meine ganzen schönen Dinge, die ich gesammelt habe. Tempelbezirk. Vizimas Tempelbezirk. Huren, Mörder und Bettler. Der Salamandra-Stützpunkt muss in der Nähe sein. Oh, eine ziemlich düstere Stadt. Hinter jener Ecke, da bewegt sich was. Gott, wahrscheinlich wieder diese Ungeheuer. Okay. Interessant. Der Privatdetektiv, den Siegfried erwähnte, könnte hilfreich sein. Irgendwo muss ich ja anfangen. Ja. Fangen wir doch gleich direkt bei dem an. Merkwürdige Zeichen, die ich nicht lesen kann. Das Regal. Erstmal looten. Den Korb hier auch noch looten. Die Truhe looten. Wo ist der Typ denn? Ah, da liegt er. Ja, aber erstmal nehme ich noch sein ganzes Zeug mit. Kleiderschrank. Jetzt haben wir ja wieder Platz im Inventar. Unser ganzes Zeug weg ist. Was haben wir denn noch alles? Och man. Ganze Kräuter sind weg. Ja, jetzt haben wir hier alles. Sprechen wir ihn mal an. So, so, so. Wen haben wir denn hier? Ich bin Geralt von Rivien. Ein Krieger wie kein anderer. Euer Ruf eilt euch voraus. Wie kann ich helfen? Ich suche Informationen. Bin ich hier richtig? Gute Frage. Ich habe früher für die Anwälte Kodringer und Fenn gearbeitet. Die Namen sagen mir nichts. Aber ich nehme an, das ist eine Empfehlung. Als Profi ist euch gewiss klar, dass Informationen ihren Preis haben. Ich werde bezahlen. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Mich interessieren die Leute, die Salamander-Abzeichen tragen. Zufällig weiß ich darüber ein, zwei Dinge. Aber bevor ich weiterrede, wüsste ich gern, welches Interesse ihr an dem Fall habt. Azayavet. Sagt euch der Name was? Hab ich schon mal gehört. Warum fragt ihr? Sagen wir einfach, mein Stiefel hat eine Verabredung mit Javets Hintern. Normalerweise lasse ich mir Informationen bezahlen, aber das hier ist umsonst. Ich arbeite schon eine ganze Weile an dem Fall. Fahrt fort. Azayavet, ein Magier aus Zerikanien, ist der Anführer der Salamandra. Gefährlicher als eine Grube voll Kikimoren, aber leider unerreichbar für mich. Mit seinen Kontakten und Ressourcen kann er sich in der Stadt beinahe uneingeschränkt betätigen. Ich habe am eigenen Leib verspürt, wozu er fähig ist. Noch etwas? Ich vermute, die Salamandra haben eine groß angelegte Organisation aufgebaut. Gold ist lediglich das Schmiermittel für ihre politischen Ambitionen. Sie betreiben genetische Experimente, und zwar gefährliche. Gewöhnliche Schurken hätten dazu weder das Wissen noch die Mittel. Wer arbeitet für Javet? Irgendwelche Vermutungen? Der Hauptmann der Wache, der die Ermittlungen fallen ließ, verschwindet des Nachts. Vielleicht könnt ihr ein paar Informationen aus ihm herauspressen. Ist das alles?
Es könnte noch einen Hinweis geben. Die Stadtwachen haben jemanden festgenommen, der etwas weiß. Die Wachen? Im Kerker? Ja. Findet einen Weg, den Gefangenen zu verhören. Und bringt so viel ihr könnt von den Wachen in Erfahrung. Verlasst euch drauf. Die Leute neigen dazu, sich mir zu öffnen. Seine Informationen könnten unschätzbar wertvoll sein. Viel Glück. Bin ich jetzt der Detektiv oder ist der Detektiv? Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Naja. Wisst ihr noch mehr über den gefangenen Salamandra? Er ist womöglich einer der Anführer. Obwohl in dieser Stadt eigentlich eher die kleinen Fische hängen und die großen frei herumlaufen. Aber genaueres wissen wir erst, wenn ihr ihn verhört habt. Wir werden sehen. Noch etwas. Ich glaube, ihr werdet verfolgt. Irgendwelche Vorschläge? Wartet eine Weile hier. Macht sie nervös. Überrascht die, die euch überraschen wollen. Ich gehe um Mitternacht. Alles klar. Lege ich mich noch ein bisschen schlafen. Tempelbezirk speichern. Der Hexer lässt sich Zeit. Er muss einen anderen Weg genommen haben. Aber egal. So muss es sein. Ich nehme an, die Falle ist gestellt. Oh ja. Kümmert euch um eure Aufgaben im Händlerviertel. Ich überlasse die Sache unserem besten Agenten. Okay. Jetzt werden wir hier erstmal wieder attackiert von 4-5 Leuten. Und ich drück mal wieder zu schnell, Mann. So. Ja, komm, greif doch an, Mann. Das gefällt mir irgendwie nicht so, die Steuerung mit den Kämpfen. Ja, der Bogenschütze, ja. Und wie ich dich anfassen werde. Hier, ich pack dich ganz hart an. So. Wer steht denn jetzt wieder hinter mir? Ein Bettler. Das dachte ich schon. Oh, 14 Orens. 10 Orens, naja. Hat sich doch gelohnt, der Kampf. So. Haben wir hier noch was? Genau, hier hinten war noch was. Jawohl. Und die Axt hier drin. What? Achso, das ist wieder so ein. Wahrscheinlich ein Hauptgegenstand. Achso, Stahlschwertfach. Schwere Waffenfach. Okay. Gute Frage. Na, da kann ich wieder nicht rein. Oh, jetzt gucken wir mal auf die Map. Was ist das? Waffenschmied des Ordens. Ja, da könnten wir mal hingucken. Zum guten Waffenschmied. Ist da? Ja, redest du jetzt, oder? Okay, sag nix. Grrr. Wuff. Der Waffenschmied wird den tagsüber aufhaben wahrscheinlich. Waffenschmied des Ordens. Gucken wir mal auf die Map. Wo muss ich denn überhaupt hin? Quests. Oh, jetzt haben wir einige Quests. Okay, das machen wir mal als erstes. Aber dann würde ich mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt stellen wir uns noch vor den Typ hier hin. Und ja, Krankenhausstraße sind wir gerade angekommen. Und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Haut rein.
und bis zum nächsten Mal. Ciao.